ci stavano. So, wir haben noch zwei Stunden Zeit ungefähr. Machen wir jetzt Pause oder was? Naja, dann. Wir machen jetzt kurz Pause. Gut. Nee, jetzt kommen wir zu unserem nächsten Lied. Ist auch gleichzeitig fast unser letztes Lied. Und sehe ich auch wieder hier. Gibt ja eine Menge Leute, die mit Jugendsünden rumrennen. Ich meine jetzt nicht die Freundin, sondern die Tätowierung. Und ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Wollen wir wirklich spielen? Okay, das nächste Lied ist Tätowieren. Okay. Warte, nein, stopp. Ihr glaubt wohl, weil ihr hier Eintritt bezahlt habt, könnt ihr euch alt rausnehmen oder was? Ich denke, wir sollten uns hier an eine gewisse Etikette halten. Nochmal. Das nächste Lied ist Tätowieren. Das war anders. Ihr kennt das ja, wa? Das nennt sich übrigens paradoxe Intervention. Man muss genau das Gegenteil verlangen. Jetzt seid mal bitte alle ganz ruhig. Ich sag den nächsten Lied an. Meine Damen und Herren, ich denke 18. Oh, wir müssen uns beeilen. Wir müssen noch 10 Minuten. Das nächste Lied da ist Tätowieren. Du gehst heute zum Tätowieren, um deinen Körper zu verzieren. Und was Kleines gut versteckt, was man nur im Bett entdeckt. Sehnsucht nach Granate, nach einem Künstler ohne Furcht und Tadel. Früher war dein Körper leer, doch jetzt wird es immer mehr. Schon versucht und danach sich selbst verflucht. Flecken, die als Fehler waren, die Jugend sind in den Schweiß getragen. Oh.